Heute interviewe ich Jakob Olsen, der seit Anfang 2015 mit dem Fahrrad um die Welt reist und der jetzt unterwegs anfängt, Gitarre zu lernen. Hallo, hier ist Christian Konrad von gitarrenvideounterricht.de. In diesem heutigen Video starte ich eine neue Reihe, in der ich vorhabe, Gitarristen, Gitarrenlehrer, Gitarrenbauer vorzustellen oder überhaupt interessante Leute, die irgendwas mit dem Thema Gitarre zu tun haben. Den Anfang macht heute mein Interview mit Jakob Olsen. Jakob schrieb mir vor kurzem eine E-Mail, in der er mich zu meinem Jahreskurs Liedbegleitung für Einsteiger befragte. Eigentlich keine ungewöhnliche Sache, wenn Jakob mir nicht nebenbei verraten hätte, dass er gerade in Melbourne ist und schon seit Anfang 2015 in die Welt reist. Diese Reise absolviert er auch noch größtenteils mit dem Fahrrad. Wie man dazu kommt, in Deutschland alles hinter sich zu lassen, mit dem Fahrrad um die Welt zu reisen und unterwegs dann auch noch anfängt, Gitarre zu lernen, das verriet mir Jakob in dem jetzt folgenden Interview. Hallo Jakob, vielen Dank für das Interview. Ja, gerne. Hallo Christian. Sag doch erstmal, wann und wie kamst du auf die Idee, um die Welt zu reisen und warum mit dem Fahrrad? Wann und wie? Also im Prinzip war es 2009. Da bin ich mal auf dem Jakobsweg gelaufen. So ein Pilgerweg. Ich bin jetzt nicht so gläubig, aber ich wollte mal ein kleines Abenteuer haben und es war ziemlich cool gewesen. Da habe ich eigentlich Leute aus aller Herren Länder und allen sozialen Schichten kennengelernt, so. Und das hat mich ziemlich beeindruckt. Und dort hatte ich auch schon diesen sportlichen dabei, dass man jeden Tag so sein Ziel steckt und sich erreicht. Das hat mir ziemlich gut gefallen. Ja, da habe ich mir so gedacht, mal um die Welt ziehen und ein bisschen mehr sehen. Das ist so ein Traum von mir. Und dann habe ich angefangen, so ein bisschen Geld auf die Seite zu legen für ungefähr 5 Jahre. Und wollte erst einfach mit dem Rucksack los und habe dann immer hin und her überlegt, wie machst du das jetzt am besten und wie kannst du Geld sparen und so. Und eigentlich ist das Teuerste auf so einer Reise einmal der Transport und die Unterkunft. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich mein Fahrrad nehme, habe ich mir schon mal den Transport gespart. Und wenn ich dann auch die Unterkunft dabei habe in Form von einem Zelt, dann hätten wir das auch geritzt. So. Das Ende vom Lied war, ich bin ja deutsch und dann sicherheitsbedacht. Habe ich mir echt gutes Fahrrad gekauft, gute Campingausrüstung, von allem echt gute Sachen so. Und am Ende vom Lied konnte ich eigentlich, hätte ich mit dem Geld, was ich dafür ausgegeben hätte, glaube ich, auch nochmal eine Weile reisen können, aber das war dann halt so. Ich habe mich davor ein bisschen vorbereitet so, aber nicht so, wie man sich vielleicht hätte vorbereiten müssen. Das heißt, ich habe dann irgendwie so den ersten Tag auf dem Fahrrad gesessen und den ersten Tag mit vollem Gewicht. Ich bin davor mal Probe gefahren, aber irgendwie alles am Wackeln und am Zittern so. Meine Freunde stehen nur neben mir und lachen. Mein Bruder ist dann hoch. Warst du schon passionierter Fahrradfahrer oder nicht wirklich? Also ich habe Fahrradfahren immer geliebt. Ja, ich bin als Jugendlicher viel Fahrrad gefahren, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass wir in den Nachbarort gezogen sind. Es waren 8 Kilometer, 5 Kilometer vielleicht. Und da bin ich immer viel gefahren, habe es sehr genossen. Aber dass ich jetzt daheim, ich habe in der großen Stadt in Frankfurt am Main gelebt. Ich habe mein Auto alle 2 Wochen mal benutzt, wenn überhaupt. Und bin auch nicht groß Fahrrad gefahren. Deswegen musste ich wirklich ein bisschen trainieren davor. Aber natürlich nie ausreichend. Hatte am Anfang auch arge Probleme, so die ersten 2 Wochen, dass ich fast abbrechen musste so. Aber das hat sich dann alles gelöst, sage ich mal. Ja, und so kam es dann zum Fahrrad. Und heute würde ich es jedem empfehlen. So. Also auch wenn man untrainiert ist, kann man da reinkommen. Es gibt ein paar Sachen, die man beachten muss, dass man einfach am Anfang wirklich langsam macht. So. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, deswegen habe ich dann weiter und das wurde mir dann auch dann ganz schnell klar, dass es so nicht weitergeht. Aber das Schöne am Fahrradfahren ist halt, dass man auch das dazwischen sieht. Also sonst, wenn man am Reisen ist, fährt man eigentlich von Metropole zu Metropole. Aber Metropolen, da ballt sich dann doch auch oft zum einen Geld, Jobs und Wohlstand, wie auch natürlich auch Armut. Aber es ist immer ein anderes Leben als, sage ich mal, auf dem Land so ein bisschen. Ne? Und da verpasst man, wenn man, sage ich mal, eben nicht vielleicht mit dem Fahrrad oder irgendwie selber unterwegs ist. So. Das ist das Schöne. Fahrrad stelle ich mir ideal vor, natürlich, klar.
Ist eine schöne Geschwindigkeit, ja. Also ich sag mal, man riecht, man hört, man schmeckt. Ja. Und das heißt, du hattest diesen Plan der Weltreise und hast aber bis dahin noch einen normalen Job gehabt und Geld beiseite geschafft. Genau, also ich habe im Prinzip habe ich Vollzeit gearbeitet bei der Deutschen Bahn im Energiebereich und dann habe ich die letzten 4 Jahre, als ich daheim war, noch ein Abendstudium gemacht. Und nebenbei hatte ich noch eine Firma, mit der ich Events organisiert habe. Also das war, die Firma war hinten dran, aber mit Freunden Events organisiert und als DJ gearbeitet. So. Also Boah, im das ist ja Prinzip habe ich einiges. immer eine Woche in einen Tag gepackt. Warst du ein Workaholic? Ja, würde ich jetzt probieren, nicht mehr so zu machen. Jetzt, ja, es ist gerade wieder auf so einem Level, wo ich hier ziemlich viel am Arbeiten bin, aber danach geht es ja wieder ans Nichtstun oder nur ans Erleben so. Von daher zahlt sich's aus. Und jetzt, wenn man zurückrechnet, ich hatte jetzt schon bald 1,5 Jahre quasi frei. So viel Urlaub haben manche im Leben kaum. Von daher, ja, hat sich das Arbeiten dann gelohnt. Absolut. Und war das von vornherein geplant, dass du auch unterwegs arbeiten wirst? Oder wurde die Reise jetzt immer länger und du hast dann einfach nur gemerkt, das Geld geht aus, du musst was tun? Also ich wollte es vermeiden, sage ich mal. Wollte es vermeiden, so. Aber hier in Australien, das hätte mein Budget einfach so schnell aufgefressen. Hier ist alles so teuer. Wenn du hier weggehst, dann kostet dich ein Bier $12. Zwar. Genau. Oh. Ziemlich viel, ne? Kannst du überlegen, wenn du jetzt irgendwie eine Pizza isst mit $25, dazu ein Bier, dann bist du bei meinem Tagesbudget. Das ist ja Und unglaublich. ja. Aber ja, so ist das ja. Die Leute verdienen ja auch ganz gut so. Ah. Und ja, von daher war das in Australien auf jeden Fall geplant zu arbeiten. Davor habe ich jetzt auch nicht gearbeitet so. Ich ja, hatte im Prinzip 2 Jahre geplant. Jetzt sieht es so aus, als wenn es 3 werden. Aber muss mal gucken, ob ich dann in Südamerika nochmal arbeiten muss oder einfach halt für Accommodation ein bisschen in Hostels jobbe oder wie ich das dann mache so. Ja. Toll, also man muss schon auch erfinderisch sein und auch mutig, finde ich, dass man unterwegs sich auch so einen Job sucht. Respekt. Also viele würden sagen, ich kann nur so lange wegfahren, wie ich gespart habe. Aber ich finde das toll. Du kriegst auch das echte Leben mit. Ja, genau. Es ist auch echt schön hier in Melbourne. Die Leute sind, zum einen haben sie einen westlichen Standard, aber die sind viel gelassener so. Also wenn man irgendwie mit Leuten sich unterhält, dann merkt man, dass man doch als Deutscher so der Erste ist, der anfängt zu meckern und zu complainen hier. Und dann so, oh, eigentlich muss ich das gar nicht machen. So, und die sind ja schon recht locker drauf, so, die Toll. Australier. Mir gefällt's hier ganz gut, ja. Und ist dein Plan aber trotz allem wieder, ich sag mal, in ein normales bürgerliches Leben in Deutschland zurückzukehren? Ach, da gibt's so viele Ideen. Ist natürlich auch eine, zum einen, weil man, sage ich mal, seine Ausbildung gemacht hat und wenn man 10 Jahre in einem Beruf gearbeitet hat, dann was anderes zu machen, da fängt man wieder bei Null an. Ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen, die das gemacht haben. Da gehört nochmal eine große Portion Mut dazu und man muss halt gucken, was man machen will. Ich habe viele Ideen von, man könnte irgendwo ein Hostel aufmachen über einen ganz neuen Job, über einen alten Job zurückkommen und ja, gibt viele Ideen, das weiß ich noch nicht genau. Ich habe gesehen auf deinem Blog, zu dem kommen wir gleich nochmal, du hast eine Rubrik Reisegepäck, was man so mitnehmen sollte. Jetzt wollte ich dich einfach mal Ja. fragen, gibt es denn eine Sache, die du mitgenommen hast, die sich als absolut nutzlos erwiesen hat und gibt es vielleicht andererseits auch ein Gepäckstück, das du ständig im Einsatz hast, das unerlässlich ist? Ja, die Liste wollte ich sowieso mal überarbeiten, einfach weil sie aktuell einfach nur eine Liste ist mit Sachen, die ich mitgenommen habe, aber eigentlich keiner weiß, ja, was war das jetzt gut oder nicht? Das ist eine gute Frage. Also was ich sehr wenig bis gar nicht gebraucht habe, war mein Wasserfilter, weil man eigentlich überall Wasser bekommt. Und das Problem mit diesem Wasserfilter war, als ich ihn dann mal benutzt habe, habe ich ihn getrocknet danach, wie man das so machen soll. Habe ihn eingepackt, wusste aber nicht, dass man drinnen nochmal eine Kammer lösen kann, die man auch lösen muss, um ihn auch nochmal zu trocknen. Das heißt, ich habe ihn irgendwie 3 Monate später nochmal benutzt, war dann Schimmelbildung. auf in Armenien auf einem Berg gewesen und hatte in Facebook über mein Handy noch gepostet, hier schöne Landschaft, ich muss heute Abend kein Fernsehen gucken, so nach dem Motto. Und bin dann mitten in der Nacht aufgewacht mit richtig stark Magen-Darm die komplette Nacht durch. Oh. Komplett alleine auf einem Berg so.
Am nächsten Morgen dann aufgewacht und gucke in meine Wasserflasche und denke so, okay, du hast jetzt noch ein Viertel Liter Wasser. Du musst jetzt los, egal was ist so, ne? Und dann musste ich mit meinem aktuellen Zustand da meine 7 Sachen packen. War dann ja eine Erfahrung. Im Nachhinein kann man immer drüber lachen. Das ist ja das Schöne an Erfahrung, egal wie sie ausgehen. Ja, das stimmt. Heute würde ich es anders machen. Heute würde ich einfach immer aus dem Wasserhahn trinken. Und mit der Zeit oder mit dem Weg, wo sich das Wasser verschlechtert, sage ich mal, da gewöhnt sich dein Magen einfach dran. Ach so. Ne? Und Ach wenn du so. so von heute auf morgen dann aber irgendwie in der Türkei anfängst, aus dem Brunnen zu trinken, dann kommt es drauf an. Das war so ein bisschen meine Achillesferse, auch so die Verdauung, sage ich mal. Aber ja, jetzt ist alles gut. Was ich eigentlich ständig benutze, ist mein Computer. Einfach auch, um meine Fotos dann zu bearbeiten und so weiter. Und ja, das ist eigentlich, was ich ständig benutze. Und jetzt sag mal, wie kommt man denn bei so einer Reise, wo das Gepäck auch begrenzt gehalten werden muss, wie kommt man auf die Idee, Gitarre zu lernen und eine Gitarre mitzunehmen auch noch? Das stelle ich mir eigentlich umständlich vor. Wenn ich mit Auto in Urlaub fahre, überlege ich schon, ob ich noch Platz habe für eine Gitarre. Wie kam denn dir die Idee, jetzt Gitarre spielen zu wollen? Also im Prinzip habe ich schon eine Weile damit geliebäugelt, Gitarre mal zu spielen und hat sie am Anfang aber auch gar nicht dabei gehabt, weil sie einfach zu groß und zu sperrig war. Und mein Bruder hat irgendwann vor mir gestanden, noch vor der Abreise, und hatte dann eine Gitarrele in der Hand, die er beim Freund irgendwie vom Sperrmüll gerettet hat. Und ja, eine Gitarrele ist im Prinzip eine Kindergitarre, die dann aber doch 6 Saiten hat. Und es schien mir dann ein guter Kompromiss. Und als ich dann für eine Woche in der Mitte der Reise mal daheim war, um meine besten Freunde auf ihre Hochzeit zu besuchen, habe ich mir gedacht, komm, jetzt nimmst du mit. Als ich dann wieder zurück bin nach Georgien, ja, und habe dann mit der Gitarrele ein bisschen Lärm gemacht. Anders kann man es leider nicht nennen. Ich hatte nicht mal ein Stimmgerät dabei und war dem natürlich auch nicht mächtig als bloody Beginner. Ja, hab aber dann in diversen Hostels haben Leute mir die immer wieder gestimmt, und dann habe ich mit drauf rumgezupft und hab mir dann so ein bisschen mit geübt und habe dann für mich beschlossen, okay, das macht Spaß so. Und dann war ich im Iran gewesen, war dann da 2 Wochen bei einem Host, der hat super viel Gitarre gespielt, und sein Vater ist auch großer Gitarrenstar im Iran gewesen, ist in seiner Jugend sogar durch Europa gereist damit, und die haben mich dann weiter infiziert damit. Und dann bin ich mit denen mal auf den Markt gefahren und habe mir dann meine erste richtige Gitarre gekauft. Toll. Ja, so ist es dann im Prinzip losgegangen. Genau, und seitdem trage ich sie mit mir rum. Ist auf jeden Fall ein Aufwand, aber für mich lohnt sich's, weil ich sag mal, ich werde in meinem Leben nie wieder so viel freie Zeit haben, um Gitarre spielen zu lernen, so. Und beim Fahrrad schnallst du die einfach noch oben drauf dann auf dein Gepäck, die Gitarre. Na, nicht hinten drauf dann, genau. So einfach einmal über alles so. Ich habe mir jetzt aktuell, weil ich hatte zuvor, hatte ich so ein, wie du das in einem deiner Videos so schön beschreibst, einen Staubschutz. Der hat mich auch meine erste Gitarre leider gekostet, Ja. weil die dann mal gebrochen ist am Hals. Die habe ich dann auch probiert reparieren zu lassen. Das wurde alles nicht mehr so, wie sein soll. Da musste dann eine neue her, und da habe ich mir jetzt auch einen Koffer geholt, so ein Softcase-Koffer, Ja. aber mit richtig Polsterung drinne. Wird noch mal schwieriger, dann auf die Gitarre, aufs Fahrrad zu schnallen, aber ohne Wille ist es ein Weg. Von daher wird das Also schon. dann an dieser Stelle noch mal für alle vielleicht diese sehr einfachen Gitarrenhüllen, die man dazu geschenkt bekommt, die sind leider sehr gefährlich, weil die geben einem das Gefühl von Schutz, aber die Gitarre ist darin nicht wirklich geschützt. Das ist einfach eine sehr billige Dreingabe des Gitarrenladens, aber kauft euch anständige Hüllen dazu oder gepolsterte Taschen, Koffer, Softcases, nicht diese mitgeschenkten Hüllen. Die kann man eigentlich vergessen, die sind nur dafür gut, eben wenn die Gitarre lange rumliegt, dass sie nicht zustaubt. Aber jeder, der seine Gitarre mit außer Haus nimmt, braucht eigentlich eine anständige Tasche dafür. Und viele haben dann leider Verluste zu beklagen oder durch beschädigte Gitarren. Das ist immer ärgerlich. Also lieber die paar Euro noch investieren und eine anständige Tasche kaufen. Und wie bist du jetzt auf meinen Gitarrenkurs Liedbegleitung für Einsteiger gekommen? Das würde mich ja besonders noch interessieren. Ja, dadurch, dass ich halt nie einen Gitarrenlehrer wirklich hatte, abgesehen von den 2 Wochen im Iran, wo ich ein bisschen geübt habe,
habe ich immer mir YouTube-Videos reingezogen und habe halt probiert nachzuspielen und bin dann nicht wirklich, bin weitergekommen, aber nicht so, wie man sich das hofft. Ich habe jetzt eine Weile einfach keinen Progress gemacht, wirklich so. Und dann hat sich für mich rausgestellt, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich wollte irgendwie gleich mit Wonderwall anfangen und habe das die ganze Zeit probiert und ja, ich habe eigentlich nie wirklich zum Beispiel das Drumming gelernt. Und dann habe ich bei dir mal die Lagerfeuer-Sessions gesehen und habe dann einfach mal mitgemacht und habe dann gemerkt, irgendwie nach ein, zwei Tagen, wo ich da mit dem Video geübt habe, habe ich gemerkt, holla, geht besser. Ja. Und dann dachte ich, ja gut, dann sollte ich da mal anknüpfen so. Und für mich ist es halt einfach perfekt, dass ich, egal wo ich bin, meinen Stoff habe und das Ganze portioniert. So brauche ich das einfach. Und aber immer noch einen Ansprechpartner habe, so wenn mal was ist. Und daher ist es für mich einfach perfekt, sage ich mal, mit deinem Online-Kurs das Ganze zu machen. Und ja, so dachte ich mir, ich schreibe dich mal an. Genau. Und hier sitzen wir Genau. heute. So sieht's aus, prima. Ja, also Ja. das ist ja auch, das sage ich ja immer wieder, dass man mir jederzeit E-Mails schreiben kann mit Fragen oder dass auch jetzt neuerdings, dass ich per Skype Fragen beantworte oder dass man mir was vorspielen kann. Die Möglichkeit gibt es immer, es sei nochmal für alle Interessenten gesagt. Es ist ein Kurs mit fertigen Videos, aber es gibt einen echten Ansprechpartner noch dahinter und das bin ich. Also es ist eigentlich ein guter Mix. Auf jeden Fall bleiben wir bei dir mit dabei auf Reise und ich würde dich gern immer wieder mal interviewen, auch zu deinem Fortschritt und was es Neues gibt auf der Reise. Aber jetzt sag doch nochmal für alle, die mehr über dich erfahren wollen, wo findet man dich denn jetzt konkret im Internet? Du hast einen Blog, vielleicht sagst du einfach nochmal die Adresse oder wo man dich sonst findet, wie man dich anschreiben kann. Genau, das ist einmal mein Blog, das ist www.byebye, bei Bike, so wie Tschüss, Tschüss mit dem Fahrrad. Da sind dann auch Facebook, Link und ja, Soundhall für die, die mal meine Musik hören wollen, was das DJing angeht. Und da sind auch weitere Informationen. Und natürlich alle Reiseberichte. Ich probiere da immer so einmal im Monat was zu schreiben. Jetzt in Australien bin ich ein bisschen durchs Arbeiten im Alltag untergegangen. Aber probiere in jedem Post immer so einen Monat zusammenzufassen und auch eigentlich mehr Bild als Text, weil ich immer denke, dass das für die Leute spannender und aussagekräftiger ist. Und ja, da könnt ihr dann über von Georgien, Armenien, Iran, Indien, also alle Herren Länder, 18 Stück an der Zahl, jetzt mal ein bisschen was lesen, wenn ihr wollt. Also ja, fühlt euch frei, mal vorbeizuschauen. Ich kann es nur empfehlen, ich habe jetzt angefangen, mich reinzulesen. Lasst einfach mal den Fernseher aus und lest mal diesen Blog. Es ist wirklich sehr interessant und es gibt, wie Jakob schon sagte, ganz viele tolle Bilder zu sehen. Unbedingt mal reinschauen. Und wer Jakob was Gutes tun möchte, ich habe gesehen, es gibt auch einen Spenden-Button. Man kann ihn zum Bier einladen, indem man eine Genau. kleine Spende Gerne. ihm überweist. Jetzt sagt doch noch mal ungefähr umgerechnet in Euro, was man dir denn für ein Bier spenden sollte, um dich in Oh, die Lage zu versetzen, dir ein Bier zu kaufen. ja, aktuell sind wir, glaube ich, im teuersten Land der Welt, was Bier angeht. Ich glaube, 9 € wären das für ein Bier. Also, Ja. seid so nett, wenn ihr das unterstützen wollt, dieses tolle Projekt und die tolle Reise. Ladet doch Jakob wenigstens mal zu einem Bier ein, indem ihr Yeah! auf den Spenden-Button klickt. Gut, Jakob, vielen Dank für deine Zeit. Wir beenden das an dieser Stelle, das Interview, und bleiben auf jeden Fall dran. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, und wir hören uns bald. Genau. Mach's Danke, gut. Christian. Ne? Alles Gute. Bis dahin. Tschüssi. Das war also mein, wie ich finde, sehr interessantes Interview mit Jakob von byebye-bike.de. Der Link zu seinem Blog mit allen Reiseberichten steht natürlich auch wie immer unten in der Beschreibung. Für alle Gitarrenanfänger oder Interessenten, die genau wie Jakob ortsunabhängig und zeitlich flexibel Gitarre lernen wollen, möchte ich zum Abschluss nochmal meinen Jahreskurs Liedbegleitung für Einsteiger erwähnen. Alle Informationen zu diesem Kurs findest du auf www.gitarrenvideounterricht.de/Liedbegleitung und auch diesen Link findest du unten in der Beschreibung. Hat dir das Interview gefallen? Dann gib mir doch bitte den Daumen nach oben und schau auf jeden Fall auch auf Jakobs Blog vorbei. Das war's von mir für heute. Bis zum nächsten Mal.